Und willkommen zu meinem Freitagsvideo. Ja. Gut, das war dann mal wieder mein Virenprogramm, das sich gemeldet hat. Ich entschuldige mich wie jedes Mal, aber es sind ja jetzt nur noch circa, grob geschätzt, 23 Tage und ein Monat. Eigentlich wäre es jetzt die bessere Formulierung gewesen, ein Monat und 23 Tage. Naja. Egal. Gut, worüber ich mit euch heute reden wollte, war, vor kurzem war meine Mutter mit unserem Hund spazieren. Also ich erzähle euch jetzt erstmal, wie es angefangen hat. Entschuldigt, heute bin ich etwas verwirrt, es tut mir leid. Ja, auf jeden Fall war es so, dass meine Mama mit unserem Hund spazieren war und dabei ist sie dann auf jemanden getroffen und die haben sich dann unterhalten und dann kam es auch zu einer Diskussion, die politisch geworden ist, zum Thema Flüchtlinge, zum Thema, ja, was mit der Türkei so ist, zu allen möglichen Sachen oder auch einfach nur übers Wetter, ich weiß es nicht, ich war ja nicht dabei. Und irgendwann hat dieser jemand zu meiner Mutter gesagt, sie sei ein Gutmensch. Und dann ist meine Mutter nach Hause gekommen und hat es mir erzählt und im ersten Moment bin ich vor Stolz geplatzt und habe so gedacht, boah, ist doch echt cool, dass jemand anderes auch sieht, meine Mutter ist ein Gutmensch. Und dann hat meine Mutter mir gesagt, ja, also der hätte sie aber nicht so gesagt im Sinne von, es ist was Gutes, sondern eher so als Vorwurf. Und dann habe ich mir überlegt, bin ich auf jeden Fall in mein Zimmer gegangen und habe dann auch eine Weile lang in meinem Zimmer gesessen. Und irgendwann bin ich dann einfach so dazu gekommen, dass ich mir angefangen habe zu überlegen, wieso ist es heutzutage eine Beleidigung oder eine Anschuldigung, ein Gutmensch zu sein? Wieso darf man nicht mehr ans Gute in anderen Menschen glauben? Daran glauben, dass alles gut wird. Daran glauben, dass die Welt nichts Böses einem will. Einfach nur dieses weltoffen sein. Einfach dieses total optimistisch sein. Wieso darf man das nicht mehr? Wieso ist man gleich in negativem Sinne ein Gutmensch? Nur weil man eben nicht mit der Masse mitredet und sagt, buhu, das alles ist schrecklich, alles ist doof, alles ist so furchtbar, sind so unfair. Wieso dürfen wir nicht einfach anderer Meinung sein? Wieso dürfen wir nicht einfach die Welt positiv sehen? Wieso ist das, wie scheint, jetzt schon total verpönt oder gar schrecklich in den Augen von so vielen? Ich meine, ich verstehe es nicht. Ich bin im sozialen Bereich sowieso nicht so unbedingt die Beste, aber nach meiner Beobachtung und nach meiner Grundeinstellung will ich erstmal immer davon ausgehen, dass jeder Mensch ein guter Mensch ist, dass jeder Mensch jedem anderen Menschen erstmal nicht wehtun will, nicht ihn verletzen will, ihm oder irgendwas Böses will, sondern einfach auch die ganze alles erstmal positiv betrachten will. Das hatte ich schon immer so, auch schon zu meiner Schulzeit. Also ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt das beste Beispiel ist, aber ich glaube, ich bin in meiner Schulzeit nie gemobbt worden. Obwohl ich mir nicht sicher bin, ob andere wiederum nach Hause gegangen sind und gesagt haben, boah, ich habe heute die und die, ich habe die heute voll gemobbt. Weil ich bin mir nie gemobbt vorgekommen, weil ich irgendwie nie diesen Eindruck hatte, so, ja, ich war nie in so einer Haltung, wo ich mir selbst immer gedacht habe, ich bin das Opfer von fiesen Attacken, ich bin das Opfer von Gemeinheiten geworden, weil ich einfach immer erstmal so sehen wollte, dass die Leute nett zu mir waren. Die einzigen Leute, die irgendwie nicht nett zu mir waren, waren die meisten Lehrer. Ich habe auch gute Lehrer gehabt, aber ja, der Schlimmste war einer meiner Klassenlehrer. Der war wirklich furchtbar. Der hat, wenn ich je in meinem Leben gemobbt worden bin, dann war es von dem. Aber das ist eine Geschichte, auf die möchte ich lieber nicht eingehen. Ja, und auf jeden Fall, es war auch damals der Grund, warum ich mich von dem so furchtbar, furchtbar schlecht behandelt vorgekommen bin, war, wenn mir jemand anders mal erzählt hat, bevor ich den als Klassenlehrer bekommen habe, dass der ja so nett sei und so freundlich und so ein guter Mensch. Und dann bin ich in dem seine Klasse gekommen und ich hatte irgendwie so das Gefühl oft oder den Eindruck, dass der mich total hasst, dass der grundsätzlich was gegen mich hatte. Einfach, dass der mich vom Prinzip schon nicht mochte. Ich weiß nicht, ob das so war oder ob das nur so ein Eindruck war, aber ich war dann auf jeden Fall echt schwer enttäuscht, weil ich
weil ich gehofft habe, dass ich einen richtig netten Lehrer abbekomme und dann habe ich eben den abbekommen. Ja, aber das war auch so eine der wenigen Erfahrungen meines Lebens, wo ich mir gedacht habe, jemand ist kein netter Mensch. Weil ich gehe irgendwie schon immer auf jeden zu mit dem Gedanken, ja, der ist ein guter, der ist wahrscheinlich auch ein netter Mensch. Und wenn er kein netter Mensch, wenn sich doch herausstellt, dass er kein netter Mensch ist, dann gehe ich halt nicht mehr auf den zu, dann gehe ich dem eben aus dem Weg. Weil wenn jemand nicht nett zu dir ist oder einfach nicht nett ist von der Art, dann kannst du dem jemanden ja aus dem Weg gehen. Du musst ja nicht Zeit mit dem verbringen. Aber ich finde es so unfair, wenn andere Leute jemanden als Gutmenschen im schlechten Sinne beleidigen oder angreifen oder wie auch immer sie sehen möchten, attackieren. Und es nur, weil es für sie eine Beleidigung ist. Weil was heißt das da, wenn sie denken, Gutmensch zu sein, ist eine Beleidigung? Das heißt ja im Prinzip in meinen Augen, dass sie oft der Ansicht sind, dass nicht guter Mensch zu sein was Gutes ist. Aber das ist es nicht. Ein Mensch zu sein, der einfach mal ans Gute in der Welt glaubt, der einfach mal dran glauben möchte, dass nicht alles furchtbar ist, der ist auch ein Mensch, dessen Welt ist nicht furchtbar. Ich gebe zu, ich bin auch nicht immer unbedingt der Sonnenschein des Jahrtausends gewesen, aber tja, da fällt mir immer bloß der Satz meiner Mom ein, wie man in den Wald reinschreit, so kommt's raus. Und also meine ganze Lebensart sich geändert hat und ich einfach ein bisschen angefangen habe, die Welt positiver zu betrachten, da hat sich dann auch angefangen, einfach für mich die Welt positiver zu gestalten. Es klingt jetzt vielleicht total komisch, aber so ist es eben. Ja, was ich natürlich auch etwas schade finde, ist, dass dieses einfach nicht mehr seine Meinung äußern dürfen, nicht mehr sagen dürfen, wenn man einfach dran glaubt, dass was gut ist. Dass es einfach nicht fair ist. Weil die sagen, die Welt ist furchtbar und alles ist Mist, die dürfen ja ihre Meinung auch sagen. Also finde ich, dass jeder Mensch, der auch die Welt als was Schönes, was Positives und als etwas, was sich einfach an sich wirklich gut ist, betrachtet, der sollte das genau gleiche Recht haben zu sagen, ich finde die Welt gut, ich finde heute den Tag schön, wie jeder andere. Und ich bin einfach dieser Meinung, dass jeder, wenn wir freie Meinungsäußerung haben, dann sollte auch jeder seine Meinung sagen dürfen, ohne dabei dann attackiert zu werden, dafür, dass er seine Meinung gesagt hat. Und wenn wir die nicht haben, diese freie Meinungsäußerung, dann ja, dann wäre es wirklich schade, weil das ist dann wirklich was Furchtbares. Tja, gut. Ich hoffe, mein Video ist nicht allzu verworren geworden. Ich bin etwas müde, aber tja, das ist der Sommer, der macht mich fertig. Aber gut. Ich hoffe, wir sehen uns dann wieder am nächsten Mittwoch. Und ja, über einen Daumen hoch freue ich mich natürlich immer. Und wie seht ihr das? Schreibt mir das gerne alles in die Kommentare. Und ja, was fällt mir noch ein? Genau. Schreibt mir auch gerne auf Twitter oder auf Facebook. Jetzt habe ich gerade die Worte miteinander vermischen wollten. Ich wollte gerade Face-Twitter sagen. Es tut mir leid. Oder schreibt mir auch gerne eine E-Mail an diebell.riedmeier@outlook.com. Und ja, wir sehen uns dann am nächsten Mittwoch. Bis dahin, tschüss und ich wünsche euch noch eine wunderschöne Woche. Bis dann, ciao. Und natürlich auch ein schönes Wochenende. Und ich hoffe, dass für die, die das schöne Wetter mögen, es schönes Wetter ist. Und für die, die wie ich eher das schlechte Wetter mögen, wünsche ich ein Regenwetter. Tja, also dann, ciao.